Der Ort Bödeken bei Paderborn besteht nur aus zwei Häusern und einem alten Kloster, welches heute ein Internat beherbergt. Nahe diesen Ortes liegt das sogenannte Tal des Friedens. Hier steht ein großes Kriegerdenkmal mit vielen weißen Kreuzen, welche sich bedrohlich vom dunklen Wald abheben. In der Nähe steht eine Kapelle mit einer großen alten Eiche davor. Neben der Kapelle befinden sich die Gräber eines ehemaligen Fürstengeschlechtes. Das Geschlecht der Mallinckrodts soll drei Töchter gehabt haben, die alle im jungen Alter an einer unbekannten Krankheit gestorben sind. Ihre Haut hatte sich weißlich gelb verfärbt. Daraufhin wurden sie immer schwächer bis zum Tod. Schließlich starb auch noch der Vater. Seine Gattin konnte die Bürde der Trauer alleine nicht tragen und beginnt Selbstmord. Hier beginnt die Legende um die weiße Frau, denn der Geist einer Selbstmörderin findet niemals Ruhe. Oft soll Fürstin Mallinckrodt an der Straße neben der Kapelle erscheinen und die Menschen vor der gefährlichen Kurve warnen. Besucher, welche nachts in der Gegend von Bödeken unterwegs sind, haben häufig das Gefühl, von einem Unbekannten beobachtet zu werden. Einige Jugendliche, welche nahe der Abtei zelteten, sollen in einem Stall, welcher noch aus der Zeit der Mallinckrodts stammt, Licht gesehen haben. Zu dieser Zeit hielten sich dort niemand auf. Der Stall wird heute nicht mehr benutzt. Die Jugendlichen versuchten, die normalerweise niemals verschlossene Tür des kleinen Backsteinbaus zu öffnen. Es gelang ihnen aber unerklärlicherweise nicht. Einer von ihnen ließ sich von den anderen hochheben, spähte durch ein Loch im Dach und sah brennende Kerzen. Daraufhin flüchteten die Jugendlichen panisch zu ihren Zelten. Als sie sich zum Stall hin umdrehten, war dort kein Licht mehr zu sehen. Ein paar besonders Mutige gingen zum Spukort zurück, fanden die Tür unverschlossen und keinen Hinweis auf Kerzen. Existiert die untote Gräfin wirklich? Oder haben sich ein paar Internatsschüler diese Geschichte ausgedacht?